Kannst auch zwischenschalten das Ganze. Kommt Pro-Tipps von Mauser. Ich hab schon Bock auf eine Runde mit irgendwas mit Dark Gear. Dark Gear ist halt immer so ein Relikt, das kann die ganze... Dark Gear ist das einzige Relikt, glaube ich, wo ich sagen würde, das kann die ganze Runde, alleine nur das Relikt, die ganze Runde gewinnen. Es gibt ein paar starke Relikts. Contract ist stark, Great Vault, das kann übelst OP sein, auch das Ding-Relikt ist ganz okay, aber vor allem halt Dark Gear ist so ein Relikt, was dir die ganze Runde halt im Alleingang holen kann. Wenn du in Runde 10 Dark Gear bekommst, du hast das stärkste Team auf dem Feld, gewinnst jede Runde, wirst immer stärker, immer stärker. I bring an end to magic. Ice is nice. Oder mal so eine schöne Humans-Runde jetzt, Leute, wo wir mit Dark Gear die Humans dann noch ziehen, den Omni Knight und so und den Dragon Knight und dann halt 6 Humans early stellen können. Das wäre auch cool. Wir hätten immerhin schon 2. In the service of Salamene. Die Willow noch mit. Aber nur die Maiden halt bisher. Leute, kurz eine Frage jetzt mal an Chat hier gerade. Ich hatte ja heute zum Mittagessen Nudeln mit Blattspinat. Zum Mittag. Und die Nudeln sind schon leer, aber ich habe noch so bestimmt so ein Schüsselchen voll mit Blattspinat übrig. Fühlt Great Void ist das Stärkste, wenn man nicht Paulus und Ergo zerstört. Ja, ich glaube Great Void ist auf jeden Fall. Deswegen sage ich, Great Void ist auf jeden Fall auch sehr stark. Aber ich finde Dark Gear trotzdem stärker als Relikt. Aber wahrscheinlich ist in den Pro, in den Queen-Dingern wahrscheinlich Great Void das absolute Beste, was man spielt. Auf jeden Fall habe ich noch einen Schüssel Blattspinat übrig. Fühlt irgendjemand Blattspinat so zu essen? Ohne alles? Fühlt es jemand oder ist es Schmutz? Ich überlege, ob ich nachher einfach so den Blattspinat mir gönnen soll. Pfannkuchen mit Rahmspinat. Ich glaube sogar, das ist eher so Rahmspinat. Ich glaube, das ist kein Blattspinat. Ich glaube, das ist Rahmspinat sogar. Pfannkuchen hört sich irgendwie komisch an, muss ich erstmal sagen. Aber ich habe nie gegessen. Aber ich esse halt, also bei mir ist halt in dem Spinat ist richtig fett Knoblauch und Zwiebeln drin mit drin. Deswegen weiß ich halt nicht. Ich finde es perfekt mit Nudeln zusammen. Das ist auch schon richtig krass würzig nach Zwiebeln. Vor allem die Zwiebeln sind richtig krass drin. Und aber auch Knoblauch ein bisschen. Aber ich so ganz pur essen weiß nicht, ob ich es zu krass finde, so ohne Nudeln. Lack, Spinat, Lasagne mal schnell machen. Mega ekelhaft, sagt Lukas. Hat sich aber auch nicht lecker. Ich mag eh nichts. Mit Fisch mag ich eh nichts. Ice is nice. Behold the scourge of ice rack. Oh, 3 Assassins auch theoretisch, aber die Elfen sind schon nicer da gerade. Elfen gegen Elfen mit Anti-Mage jeweils. Mit Pfannkuchen ist mega. Ja, es kommt wahrscheinlich aber auch darauf an, wie man die Pfannkuchen zubereitet. Wobei ich esse ja auch Pfannkuchen, esse ich auch mit Käsefüllung und sowas, esse ich das ja auch wiederum, lol. Wenn nicht, so können wir weitermachen, da sehe ich uns. Halt jetzt mal eine Enchant Res. Ja, der kann eigentlich schon tanken, oder? Als Elf mit Rüstung und Heal. Ich überlege, ob ich einen Fuhren noch mit dazustellen soll, zum Mittanken, dass der nicht ganz an. Bei Fuhren reicht mir ein Spawn. Ja,
Hä, hey, waren viele Upgrades und er beschwert sich jetzt, oder wie? Beschwert sich so, dass er das viel in Upgrade bekommen hat, aber schon Early in Anti-Mage 2 gezogen. Könnte ich sein. Troll Knights. No! I don't want to play Troll Knights. Ich schwöre euch, der Sinn will immer, dass ich Troll Knights spiele. Immer. Sorry, mate. Oh ja, Mimimi reingemacht. Nice. Oh, André auch sogar. Ja, die Idee sogar geklaut. In the service of Salamene. Liebe. Okay, ich habe hier viel Potenzial. Jetzt verliere ich meine Streak und bereue, dass ich Losing Streak nicht mitgenommen habe. Aber ich habe schon eine gute Chance jetzt immerhin auf einen Tree End auch vielleicht. Oder auf andere Humans mal schauen. Oha, Rex, ich schreibe doch sowas nicht. Ja. Ja, also wie gesagt, also genau so mache ich im Endeffekt. Guck mal, mir genau so mache ich meinen Spinat eigentlich, wie du es geschrieben hast. Oder genauso macht meine Frau meinen Spinat, wie du es geschrieben hast, wenn ich ehrlich bin. Genauso macht sie es auch. Bloß halt mit Zwiebeln und Knoblauch noch rein. Ansonsten genau das Gleiche. Aber das weiß ich nicht, weil Pfannkuchen, also wir machen Pfannkuchen dann, dass die eher süßlicher schmecken. Ich weiß nicht, ob das dann passt mit unserem Pfannkuchen halt. Ich meine, jeder macht den Pfannkuchen anders. Guck mal, da ist der Tree, von dem ich übrigens geredet habe. Alter Leute, das wird so eine Elfenrunde. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das wird eindeutig eine Elfenrunde werden. Die Runde muss ich Elfen spielen, oder? Pfannkuchenteig ohne Zucker machen, okay. Vielleicht Throw Knight, ja, gute Idee. Aber Sid schreibt auch jedes Mal, das Einzige, was Sid jedes Mal in Stream reinschreibt, er ist in, gefühlt in jedem Stream dabei und schreibt einmal hier in Stream Troll Knights. Ih, der Morphin hat übel Damage gedrückt. What the fuck? Ih, der macht gleich nochmal Damage. Oh, könnte bitte mal schnell den Morphin killen. Das ist nur eine Einser, aber der macht mir gerade echt Sorgen. Ja. Ich komme nochmal ins Spawn, oder? Dann bin ich safe. Okay, nice. Damit bin ich safe. Und ins Spawn wäre es echt close geworden. So, nächsten Roll eine Luna und ein Treant. Ich sehe das genau vor meinem inneren Auge, wie das passieren wird. Doch nicht. Nicht schon wieder Elfen, ne? Ich habe echt wenig Elfen gespielt bei mir die letzte Zeit. Boah, dass vor allem irgendein Random da drin ist, finde ich witzig. Ich merk's, hallo YouTube. bei Defender kommt die aber auch gut. Ah, jetzt verliere ich sogar. Wobei ich viele Ults halt durch meinen. Ich hole halt viele Ults, bekommt er nicht raus. Boah, wenn ich gewinne, hat Anti-Mage die ganze Runde gecarried. Aber brutal gecarried hatte die Runde dann. Ey Leute, Anti-Mage holt mir, glaube ich, gerade die Runde. Er hat Enchantress aufgehalten, hat der Clockwork aufgehalten, jetzt hält er weiter, jetzt teilt der Timmer so von der zweiten Ult ab. Alter, Early Anti-Mage ist der Todes-Carry. Gibt es Lechi-Elfen? Templer gibt's, jo. I bring an end to magic. Das war auch krass. Was nur ein bisschen nervig ist, dass jeder gerade auf Druiden geht. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Aber wobei, der ist weggegangen inzwischen davon. Wollen wir die Streak hier? Auf jeden Fall nochmal packen und auf jeden Fall nochmal Furion raus. Mindestens zweimal. Das sind, glaube ich. Ja, Leute, wir können richtig schön durchziehen, glaube ich. Ach, ich lieb Runden, die so anfangen, die gefallen mir doch. 21 Gold, Runde 9, fettes Team. Enchanted, I'm sure. Mal ein paar Druiden in die Ecke. Eigentlich kann ich gegen D, kann ich dich rausmachen. So. Ach, gehe ich eh wieder rein. Da kommt Treant und Luna. Ich frage mich halt, wie lange ich die Maiden noch durchziehen soll, Leute. Wobei die Maiden halt mit meinen Mana-Units hier schon, gerade mit Pack, der oft ult, macht die Maiden schon Spaß. Wir könnten auch Razor für Mages noch reinstellen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, einmal vor rein zu leveln. Wir hätten den Treant, glaube ich, sonst wahrscheinlich, also hätten viel weniger Chancen auf Treant gehabt, auf Level 4. Ey, Kuchen, moin moin, wie läuft die neue Season? Erste Runde 5. Platz, zweite, dritte, 5. und jetzt wird die 4. Runde gerade. Also 5., 2., 5. hatten wir bisher. Boah, das sieht aber auch richtig, das ist alles so richtig reich, sieht das alles aus. Boah, ich glaube ja, dass es Second Chance ist, Leute. Den Druiden, die ich hier habe. Weil er auch so viele Druiden hat. Die Second Chance Contract meine ich. Das tut mir selbst so weh, dass ich das immer falsch sage. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß doch, dass ich euch damit so richtig schön triggern kann. Deswegen mache ich das mit Absicht immer. Ihr wisst es doch. Gegen Defender sieht es echt schlecht aus. Aber ich habe vor gegen ihn gewonnen. Was ich nicht erwartet hätte. I bring an end to magic. Mal kurz. In the service of redesign. I'll not be wrong. A new moon. Hast uns richtig erwischt. Servus Jojo. Monster Kill. Er klaut doch schon wieder die Miranas raus. Okay, der André ist es. Spiele ich wieder eine Strat und Miranda wird rausgezogen, wo ich Miranda brauche, bevor ich die überhaupt Level 2 habe. Könntest du den neuen Kurier für Flugeinimationen ausrüsten? True, falls ich jetzt überhaupt überlebe. Weil der ist auch sehr, sehr strong. BG belegt. Ich kann echt reinmachen, dann können wir uns den neuen Kurier fliegend ansehen. Monster Kill. Vielleicht.
My arrow pierces in the service of Salamene. Feel the earth shake. In green, I go. Das ist besser. Hm. Alter, ich bin damit. Ja, hier so. Passt. Nee, noch eins runter. Sieht ja normal aus. Boah, das ist mal wichtige Units weggeballert hier. Ja, ich feiere ihn auch gar nicht, den neuen Kurier. Der passt überhaupt nicht. Das ist vollkommen richtig. Okay, er hat eine Puppe in der Hand, während er fliegt. Also keine Ahnung, der passt einfach gar nicht ins Game. Aber jetzt seht ihr mal, wie er fliegt. In green, on my way. You can't keep a demon down. You can't keep a demon. Ach, come on! Wie echt der Typ. Was ist das eigentlich für Rolls? Ja, genau, der tut, das sieht echt komisch aus, der Typ. Ich finde aber auch schon, dass man dafür gerne rubelt. Komm, gib mir jetzt mal noch einen Treant und einen LD und sowas. Trees are not, I'll not. In the... My pet, thanks you. You can't keep a vile sorcerer. A new moon in the. What is this? A game of some sort? I'll not be in the service of Salamene. Dafür einen Skill bekommen. Spielt Jan wieder Faceless. Sieht nach Faceless aus bei Jan im Moment, ja. Also diesmal sieht es fast schlechter aus, würde ich sagen, als letztes Mal. Hat er was stehen? Ja, doch, er hat was stehen, aber schon okay. Das heißt, er kann schon noch Level 3 durchbekommen. Hey! Auf zu laggen, du Drecksschmutzgame, Alter. I bring an end to magic. Ach, come on. I bring an end to magic. Erstmal voll die Beleidigung rausknallen, Alter.
Enchanted, I'm sure. LD hätte halt alles einfacher machen können. Aber LD hat irgendwie nie Bock auf mich. Da ist der. Der Frechdachs. On my way. I was the devil on your shoulder. Die Rolls waren aber auch gut. Ja, das stimmt schon. Die Rolls waren auf jeden Fall auch lucky. Also ich will auf jeden Fall noch ihn fertig holen, den Anti-Mage. Bevor die Dings, bevor Runde 20 durch ist. Das muss noch sein. Und ich muss auch nochmal anfangen, einen anderen Elfen zu sammeln. Noch kurz den Anti-Mage-Team, Boys. Oder mit dem Terrorbild einfach noch fertig damit. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Vile sorceress, to thy just reward my blade compels thee. Bei Lack und können wir Skill zurücknehmen. In der 10er Streak geht Skill auch mal unironisch. Ich finde aber, ich habe es auch gut gemanagt, oder Leute? Sei mal ehrlich. Ich habe es auch relativ gut gemanagt bekommen. 40 Gold für Roll für kein Morphling. GG, ja, das ist bitter, Patrick. Oh, du spielst die Götterstrat oder wie? Aber wieso machst du das in Runde 19? Da wird mich jetzt wieder so, ja, in Runde 19 40 Gold verloren. Oh, ich bin greedy auf 2 Terrorblades nochmal. Wie wahrscheinlich ist es, 2 Terrorblades zu ziehen? Nee, das ist Quatsch. Ich hab nur 5 Rolls für 2 Terrorblades und sind so viel aus dem Pool hier raus auch jetzt. Ich glaube, das ist Quatsch, das jetzt zu machen. Klar, noch 2 Enchantress oder 3 LDs wäre auch eine Option gewesen mit Contract. Das nicht. Ja, ich gehe jetzt auch wieder auf Gold. Ich brauche noch den einen Elfen, ist noch drin, weil deswegen brauche ich noch Gold für ein Level erstmal. Vielleicht wären aber 2 Terrorbats dabei gewesen, dann wäre es ein krasser Move gewesen. Ich muss echt den hier nehmen, Leute. Ich muss mir echt den March of the Beasts gönnen. Aber das ist entspannt, das immerhin. Das ist wirklich sehr spannend, jedes Mal wieder. What is this? A game of some. I was the devil on your shoulder. Geht nicht fürs nächste Level. Sollte ich auch dann gleich reinpushen nächste Runde. Dann bin ich auf 0 Gold, habe aber eine Streak und habe ein brutal starkes Team. Ja, das ist fein für mich. Level 3er Army, Alter. Alter Paul. Und der 6er Elfenbuff ist halt gleich nochmal ein richtiger Boost. Die einfach rausgenommen worden ist. What is this? A game of some sort? Die muss gar nicht mal unbedingt sein, die Runde. Der Typ regt sich, ah gut, der switcht auch, er ist geswitcht auf Meepo, okay, dann regt er sich doch nicht so auf.
Stell nachher beim Rollen den Terrorblade runter für 2 Level 3 Terrorblades Kappa. Boah, das könnten wir echt machen. Möglich wäre das, dann könnten wir die 2 verwandeln in Terrorblade 3 und die 2 in Terrorblade 3 verwandeln. Dann hätten wir 6 Terrorblade 3 auf dem Feld danach. Gut wäre das schon. Eine gute Idee eigentlich. Ein Spaß, ist zu krass. Kann es nicht packversehentlich verwandelt werden? Theoretisch schon, aber der Terrorblade verwandelt nur die Units, die neben ihm, die am nächsten von ihm um ihn herum stehen, quasi verwandelt der. Deswegen stelle ich die Level 3er alle in die Ecke und die anderen tue ich in die andere Ecke so ein bisschen packen. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Also ich könnte den theoretisch noch hier mit hinpacken. Oh, smart. Ja. Patrick hat sein Morphling gezogen, oder wie? Ah, Patrick, jetzt geht's los! Jetzt holst du die Runden! Patrick könnte echt meine Streak holen, wenn's dumm läuft, ohne Witz. Hat nämlich kein BKB auf dem TB drauf. Wobei ich ihn so sein Morphling abfacken könnte, vielleicht. Hat der mal auf seinem Morphling Blinkdagger drauf? Nee. Alles gut, Rexy sind etwas langsam. Das habe ich nicht gesagt. Alter, wie early wir unseren fetten Terrorbild einfach hatten. Ja, die Runde bockt gerade schon, Leute. Das ist so gerade einer dieser Runden, die übel Spaß machen. Geld für mich, Dankeschön, der Herr. Enchanted, I'm sure. Jetzt können wir uns chillig überlegen, was wir noch auf Dauer dazustellen wollen in das Team. Man könnte auch immer noch 9er Elfen draus ballern, dann müssen wir nur jetzt Windranger noch sammeln. Templar und müssen nachher nochmal den Dismiss rausnehmen von den Wizards. Bringt Wizards Dismiss noch was? Spielen wir irgendwas hier in der Riege? Ich will keinen von den 3 Stars sammeln, dann bringt mir wirklich Wizards gar nichts, oder? Könntest du auch 15 Minuten AFK gehen? Ja, weiß ich nicht. Oh, der Warlord macht uns echte Probleme. Das muss wieder raus. Der bringt mir gar nichts mehr, außer dass ich bessere öfter Ench ziehen kann. Dann würde ich nochmal die Dinge auch mitnehmen, die Kleine. Rexy, alles gut. Den Pango könnte man Theo. Ich hoffe, wir gewinnen überhaupt jetzt gegen die Teile hier übrigens. Weil wir haben jetzt ja, ihr müsst euch überlegen, wir haben jetzt 4 Vögel als Gegner. Ja, die Probleme. Die könnten aber echt dangerous werden, die Boys. Die könnten uns echt besiegen. Das Ding ist halt schon, ich feiere das gar nicht. Wobei, die wurden genervt, die Teile, und die sind da 25% schwächer dadurch auch. Also sind die nicht so OP. Komm, okay, gegen vier Vögel. Ja, okay, ich habe, glaube ich, genug Zeit, um die platt zu machen, oder? Ja, ich habe genug Schaden vor allem. Aber meint, Leute, war nie ein Problem. Oh, Patrick hat aufgegeben. Bleib mir. Wizards direkt mitnehmen. Ich will ja nicht die Wizards mitnehmen.
Jojo, ich will nur den einen, den, wie heißt denn der, mitnehmen. Also ich will nicht neuner Ding spielen. Also mit dreier Wizards. Mein Plan wäre nur die eine, die, wie heißt denn die kleine Wizards, die wo halt 11 ist. Die One Gold Wizard will ich mitnehmen. Und dann ist halt quasi nur noch darauf gehen, dass ich noch auf Level 10 gehe. Wir mal auf den Lucky Drop, wir können es uns ja leisten. Sag Willow, yo. Ich glaube, den Blinkdagger, der macht mir, glaube ich, die Aufstellung ist gerade echt nice. Ich glaube, der Blinkdagger macht mir nur Stress. Ich denke, den kann ich mal erstmal liegen lassen. Nehmen wir gleich Rasengemäht, ich habe richtig Bock. Blink den Brew. Nein, danke. Nachher blink ich den Brew irgendwo in der Ecke, weil der so aufgestellt ist. Mein Terrorbait läuft so vor, dass ich ein Level 1er Terrorbait nachher habe oder so. Anti-Mage blinken, maybe. Ja, weiß ich nicht. Und auf den Gegner an. Im Moment habe ich zu viele Gegner, um das einzuschätzen, ob es mir was bringt. Anti-Mage ist auch immer ganz nice, wenn man nachher einen Gegner hat, der selber blinkt und man kann halt den Anti-Mage dann in die Ecke reinstellen, auf Safe. Oh, das ist nice. So, tut mir leid für ihn natürlich, aber er hatte mir ein bisschen Angst gemacht noch. Monster Kill! Stell auf, dass Furienwort verwandelt wird, ja, auf jeden. Ja, das ist die Frage. Wenn ich den Terrorbett nach oben links blinken lasse und die Gegner stellt so auf und der blinkt dann irgendwo hier hin oder sowas und der Brewmaster läuft schon vor und nachher wird der Brewmaster. Die Aufstellung passt doch gerade, ich gewinne damit die Runden. Also, ich wüsste nicht, warum ich gerade das System ändern sollte. Das passt eigentlich. Den Blinkdagger kann ich immer noch nachher irgendwann verwenden. Ne? Muss ich jetzt nicht zwingen, den zu benutzen. Macht Refresher auf Terrorbett Sinn? Habe ich dann 4 Terrorbetts, die ich spawne? Hallo DB, moin moin. Der ultet doch instant quasi. Also mein Terrorbait ultet eigentlich instant. Also können wir uns anschauen, aber der Blink muss ja, mit dem Blink, der dauert erstmal so zipp und dann blinkt der ja drüben erst. Also der hat ja schon eigentlich instant Mana vor mit dem ersten Hit eigentlich die ganze Zeit. So wie ich das gesehen habe. Aber ich sehe das eh nur so, wie ich das sehen will, deswegen kann man das schlecht als Referenz nehmen. Hier Biesbach bringt mir das eh nicht, dann brauche ich ihn auch nicht stellen. Können wir mal gucken, wie schnell der ultet. Wollte ich nicht zwingen, sondern dass sie Mode benutzen. Welches Mode? Also wir gucken mal, ja gut, das ist natürlich, jetzt ist das ein Kackbeispiel jetzt, Alter, weil es Assassin. Guck mal, aber er ultet instant sogar gegen Assassin, obwohl er nicht mal einen Hit macht. Allein durch Gleiten ultet der Instant und Energy Booster zusammen. Ein Chat Command. Aber Gegner, doch, ist schön, wir haben einen Gegner Chat Command. Wieso geht? Ach doch, er geht. Okay, alles gut. Okay, doch, jetzt hab ich's gecheckt. Also Terrorbait ultet Instant mit dem Gleiten plus Energy Booster. Wie ein Dragon ist der quasi. Also es ist schon fein, wie es jetzt ist. Gut, Warlock-Buff oder Beast-Buff jetzt halt gleich. Mein Warlocks war natürlich auch stark. So, Terrorbelt liegt was? Lol. Ich hatte Hoffnung, dass ich eine PA oder so ziehe damit, Lucky. Das wäre geil gewesen. The Dusk is always ready for a fight. Oh lol, ich hab voll vergessen, dass ich hier gegen voll viele kämpfe auch. Oh, das habe ich nicht bedacht. Machen die das trotzdem? Okay. Nice. Ich kann es wieder mitnehmen, okay, gut.
My arrow pierces the wind. Ich weiß nicht, ob Refresh aber auf ihm was wirklich bringt oder ob das nichts bringt. Monks wären doch nice gewesen. So krass sind Monks nicht. Das hilft ja nur den Monks. Monks gehen ja nur auf die Monks-Units. Geht ja nicht auf die anderen Units. All friendly Monks. Und ich habe ja keine starken Monks, also. Don't know. Das wäre es jetzt wieder mal. Die erste Runde direkt verkacken. Wo man Dark Gear hätte, theoretisch. Der Klassiker. Oh, den brauche ich ja, ich Idiot. Time for target practice. Das triggert gar nicht an das Item. Was für eine langweilige Runde. Oha. Betreib halt. Mach meine Runde halt ganz fertig. Ja, ich würde schon auf die Elfen gleich sowieso gleich gehen. Vielleicht ziehe ich noch einen Sven. Dann würde ich nochmal meine Meinung ändern. Aber ansonsten... Spaß die schon wieder. Was ist hier eigentlich drin? Oh, das wäre noch mal Gold, oder? Ist das noch mal Gold? Aber nur für den Terrorbett ist Gold, so viel ist das gar nicht. Oder wir kämpfen gegen zwei Dragons mit dem Item-Ding hier. Vega ist echt ekelhaft. Für Terrorblade. Hey Alka, welcome back. Würdet ihr das hier dann eher bevorzugen? Wobei das Nachteil daran ist, wir bekommen halt keine Dark Rolls mehr. Die können wir jetzt nochmal eine Weile sammeln. Viper Dark hier. Ja, und ich könnte dann... Ach Mann. In Runde 30 könnte ich das halt benutzen. Auswahlstark Pack 1. Ja, Pack 1 gibt mir doch Elfenbuff. Ich habe den alten Terrorbell trotzdem mehr gefühlt. Ich glaube, ich sollte die Items echt auf Treant oder sowas eher packen, oder? Bring mir die Items auf Terrorbell was? Die triggern halt nicht mehr. Das ist halt ärgerlich. Guck mal, das triggert alles nicht mehr. Crimson Guard gleiten und so, das triggert alles nicht mehr jetzt im Nachhinein. Ist doch schlecht. Ja, genau, also wäre natürlich nice. Ich würde gerne noch alle. Ich würde gerne alle Boys noch. BKB hier noch.
Also wenn ich PA noch ziehe und noch mit Dark Gear was bekommen kann, dann könnte ich ja vielleicht sogar 9er Elfen stellen. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich 9er Elfen spielen will, weil eigentlich ist mein größtes Problem ist der Typ hier. Weil 9er Elfen sollten auch gegen Mages was bringen, oder mit den Spawns. So, lang gebraucht fürs Verwandeln. Bin echt kein Freund von dem neuen Terrorblade. Der alte war viel cooler. Der alte so gestackt war nochmal um einiges mehr OP. Wenn sie weggebürstet werden, gibt's Tide. Weiß ich gerade nicht. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Theoretisch gibt's Tide. Ich zieh keinen Elfen, ich zieh keine PA. The Veiled Sisters sent me. I am the Dead of Winter. Nimm mal Nagas mit. Ja, Nagas wäre auf jeden Fall nochmal eine gute Chance gegen ihn. Statt die Full Elfen dann. Außer Jan haut ihn halt mal raus vielleicht. Jan haut ihn nicht raus. Oh, 9 von 10 True. Danke für den Call. Glaube ich Quatsch. From the deeps, I rise. The Stormcrafter comes. The Hunter feasts. Ja, okay, das werden keine. Ein 9er. Vielleicht können wir Sven dafür noch ziehen. Some role play. No! Alter, er hat etwas anderes gebaut, während ich es ihm reingedrückt habe. Habt ihr das gesehen? Alter, das war übelst frech. Ich hasse mein Leben. Ich habe es ihm gegeben und während ich es in der Hand habe, hat es verwandelt in was anderes. Leute, ihr habt es genauso gesehen wie ich, oder? Bin mir sicher, ihr habt es genauso gesehen, wie ich es gesehen habe. Ja. Behold my beauty. They'll never find your grave. The Stormcrafter comes. Toll. Ja.
liest Jan das nicht. Ich habe so viele Items. Ich glaube, die Damage-Items machen viel mehr Sinn, auf der Luna das aufzubauen. Alles, was Damage macht. Hat er eine Chance von 9er Mages wegzugehen? Auf 6er Mages? Nee, er muss mit 6er Mages durchziehen. Reißen wir stellen auf jeden Fall 4er Nagas rein. Hoffen wir, dass wir noch Disrupt hochziehen. Ich lösche Mirana und TA. Warte mal, gewinne ich die Runde hier überhaupt? Why bin ich so weak gegen den? Lol. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß auf das Relikt. Die Gold. The Nightcrawler. Riding high. Behold my beauty. Mir kann man gegen Mages auch nicht mehr machen. True, links, rechts. Mit dem Move noch. Aber der Disruptor sollte jetzt eigentlich klären am Schluss gegen den Mage-Typen plus die Nagas, oder? Ja. Der Disruptor ist am Schluss geklärt. PG. Alter, was eine anstrengende Runde das am Schluss war. Die war todesanstrengend. Aber Disruptor mit Refresher. Wir hätten den Gleiten auch einen Disruptor vielleicht geben können, aber die es war einfach nur Nagas und Disruptor am Schluss. Brutal, GG, schöne Runde auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine super schöne und interessante Runde. Und für die YouTube-Zuschauer, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und bis dann. Haut rein.